Herbert, lassen wir mal das Derby außen vor, die Klatsche gegen Mainz 05. Ihr habt jetzt 24 Punkte nach 14 Spielen. Hättest du das vor der Saison für möglich gehalten oder ist das für dich auch eine Überraschung? Das ist für mich auch eine Überraschung. Ich hatte gehofft und auch geglaubt, dass wir eine Mannschaft haben, die den Klassenerhalt schaffen kann. Als Aufsteiger muss man ja so denken. Und ich bin auch sehr zufrieden gewesen, dass unser Manager Bruno Hübner doch die herausragenden Zweitligaspieler für uns gewinnen konnte. Wir haben sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir haben insgesamt, das ist völlig untergegangen, fast 10 Millionen Euro in die Mannschaft investiert. Ist im Konzert der Großen wenig, aber für uns war es viel. Was aber noch viel entscheidender ist, nicht nur die Punktzahl stellt uns zufrieden, sondern die Art und Weise, wie unsere Mannschaft spielt. Jetzt hast du Bruno Hübner schon angesprochen. Inwieweit ist eigentlich so ein Erfolg planbar und wie viel ist einfach nur pures Glück? Ja, ein bisschen, also das, man muss schon ein wenig Fußballkompetenz haben. Das schützt einen auch nicht vor Fehleinkäufen, das wissen wir alle. Aber ich glaube, dass wir ein gutes Team haben. Das ist ja nicht nur Bruno Hübner, der die Gespräche mit den Spielern führt, sondern das ist Armin Fee, der die Richtung vorgibt, auch Bernd Hölzenbein und ich, die zu unserem Kompetenzteam gehören. Und ich glaube, dass wir da gut aufgestellt sind. Die Perspektive stimmt. Ich kann mich noch erinnern, so vor anderthalb Jahren bei dem Abstieg haben wir zusammengesessen. Du warst richtig down. Es hat dir richtig wehgetan. Im Umfeld hier von Eintracht Frankfurt haben dich viele kritisiert. Du hast durchgehalten. Inwieweit ist das denn jetzt für dich auch so eine kleine Genugtuung, dass es jetzt so super läuft? Also ich meine, als Vorstandsvorsitzender hat man die Gesamtverantwortung. Und das ist so, im Augenblick des Abstiegs, da habe ich auch die Gesamtverantwortung übernommen und die lag auch bei mir. Denn die verantwortlichen Trainer sind dann auch, die mitverantwortlichen Trainer sind weg und das Umfeld ergießt sich doch vorwiegend in Kritik. Wenn man etwas erfolgreicher ist, und wir sind im Augenblick aus unserer Sicht erfolgreich, dann sage ich mal, dann ist die Lokomotive vollständig besetzt. Da sitzen alle drauf. Es macht manchmal auch Sinn, erfahrenes Personal zu behalten und davon hat die Eintracht Gebrauch gemacht und da freue ich mich drüber. Du hast die jungen Spieler angesprochen, einer der begehrtesten ist überhaupt Sebastian Rode. Du hast gesagt, er bleibt definitiv bis 2014. Jetzt würde mich mal interessieren, wie geht ihr in so eine Gespräche rein? Ihr wollt natürlich mit ihm unbedingt verlängern, also Geld kann ja das Argument von Eintracht Frankfurt Seite nicht sein. Was ist denn das Argument, dass er vielleicht doch hier bleibt über 2014 hinaus? Also erstmal bei Eintracht Frankfurt, wenn er seinen Vertrag ist, Rode ist unser Spitzenspieler sicherlich, und wenn er seinen Vertrag verlängert, ist die Gefahr, dass er verhungert, sehr gering. Ja, auch bei Eintracht Frankfurt wird ordentlich verdient. Es ist nur so, dass natürlich die großen Vereine, die international spielen, den dreifachen Etat haben, den drei- bis vierfachen, Bayern München sogar den fünffachen Etat haben. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Gehältern wieder. Und deswegen müssen wir um Rode kämpfen und der Spieler selbst muss abwägen, ob er ähnlich wie Charlie Körbel und wie andere erfahrene Spieler seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt sieht, wo er eine herausragende Stellung hat, oder ob er den nächsten Schritt, wie man das aus sportlicher Sicht sagt, machen will, um im internationalen Fußball tätig zu werden. Ob er die Qualität hat, das muss sich auch erst zeigen, da sind ja viele Fragezeichen. Mein Wunsch und unser Wunsch ist, und daran arbeiten wir, Rode bleibt bei Eintracht Frankfurt über 2014 hinaus und wir erreichen mit Rode den internationalen Fußball. Das wäre die ideale Konstellation. Ansonsten habe ich mich ja schon festgelegt, ich bin überhaupt nicht erpicht darauf, am Ende der nächsten Saison eine Ablösesumme zu generieren in unbekannter Höhe, die dann wieder in die Mannschaft zu investieren. Das Beispiel Gladbach und Reus hat eindrucksvoll gezeigt, Geld ist zwar schön, aber mit Geld kannst du die Qualität nicht immer ersetzen und deswegen werden wir Rode, da habe ich mich einfach festgelegt, Rode nicht verkaufen. Wenn es uns nicht gelingt, ihn bis zum 30.06.2014 seinen Vertrag zu verlängern, dann geht der Spieler ablösefrei, aber so weit ist es noch lange nicht. Herr Rebert, mal ein ganz anderes Thema. Jetzt die englische Woche. Da gab es Fans, also es war Stille. 12 Minuten, keine Stimmung. Wie hast du das persönlich erlebt? Ich war in Hannover, da hat man das, es war ganz, ganz komisch. Und was hältst du von dieser Aktion? Ja, ich meine, es wird immer alles überhöht, im Bundesliga-Geschäft wird alles überhitzt gesehen. Diese jugendliche Fanbewegung, die glaubt, dass wir sie drangsalieren, indem wir uns einfach nur an das Veranstaltungsgesetz halten, indem wir einfach sagen, Pyrotechnik und jede Art von Gewalt, Rassismus, alle die Dinge sind im Fußball nicht möglich. Da gibt es auch keine Alternative dazu. Und angesprochen auf diese 12 Minuten, ja, das war für mich auch fast gespenstische Atmosphäre bei uns in der Commerzbank Arena. Man konnte sich unterhalten und selbst die Spieler waren etwas irritiert, weil es ja, es ging zu wie hier im VIP-Raum der Deutschen Bahn. Also man unterhält sich und das Spiel läuft unten ab.
Und ja, das, in dieser Form habe ich das noch nicht erlebt. Aber das zeigt auch, wie wichtig Fans sind und wie wichtig es auch ist, dass eine Fußballmannschaft unterstützt wird. Und die Atmosphäre im Fußball, die kommt ja zustande. Erstens durch die Spieler auf dem Feld, das darf man nicht vergessen. Aber zweitens auch durch die unterstützenden Zuschauer und da vor allen Dingen auch die im Stehplatzbereich stehenden, doch etwas jüngeren Elemente, die wesentlich zum Spiel beitragen. Ja.